Oh no, ich habe schon wieder die ganzen Sachen vergessen. Ich habe es mir noch gestern erst gefühlt 100 Mal angeschaut. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und vielleicht bist du auch enttäuscht, deprimiert, verzweifelt, weil du vielleicht so eine ähnliche Szene, wie du gerade gesehen hast, auch selbst kennst. Du schaust dir die Sachen gefühlt 100 Mal an und vergisst sie dann wieder relativ schnell. Kannst du vielleicht noch gerade bis zur Klausur, aber spätestens danach hast du alles wieder vergessen. Ja, und das Ganze kann natürlich sehr deprimierend, demotivierend sein, wenn du in so eine Negativspirale kommst, weil du sagst, du investierst so viel Zeit ins Lernen, ist aber nicht so effektiv. Und in diesem Video möchte ich dir ein paar Tipps und Impulse geben, wie du das ändern kannst und möchte dir zeigen, woran das vielleicht liegt und wie du das dann eben ja verbessern und optimieren kannst, dass du einfach wirklich effizienter lernst. Und das auch noch vorab, es muss nicht anstrengend, stupide, langweilig sein und ineffizient, dass man Sachen zigmal wiederholen muss und zig Zusammenfassungen schreiben muss und so weiter, sondern es gibt auch andere Mittel und Wege und Tipps, wie du einfach herauskommst. Und das wäre mein Wunsch, dass du wieder in die Positivspirale beim Lernen kommst, das wieder mehr Spaß macht, du einfach siehst, boah, du kommst voran, du behältst die Sachen auch langfristig und dafür ist dieses Video jetzt da. Ja, und Lernen kann wirklich Spaß machen und trotzdem höchst und maximal effektiv und effizient sein. Und schau einfach mal bei den nächsten Punkten, die ich jetzt ansprechen werde und Tipps und so weiter, wo du dich vielleicht ehrlich wiederfindest und ja, wie gesagt, schau dann, wie du das vielleicht ändern kannst und wie gesagt, manche Tipps bekommst du dann auch schon direkt von mir. Ja, und ein großes Problem bei vielen Leuten und vielleicht auch bei dir ist es, dass viele gar nicht wissen, was es wirklich heißt, effizient und gehirngerecht zu lernen. In der Schule, im Studium wird einem hauptsächlich nur erzählt, was muss man alles auswendig lernen und das und das und das muss man wissen. Aber keiner erzählt einem wirklich, wie man sich die Sachen einprägen und abspeichern kann. Und in der Schule hat das Ganze vielleicht noch ganz gut geklappt. Du hast irgendwie mit ja, deinen Mitschriften oder mit den Hefteinträgen und deinen Zusammenfassungen gelernt, konntest so auch ja flächendeckend möglichst ja das ganze Wissen dir einprägen, lernen, hast vielleicht gute oder sehr gute Noten damit erzielt. Aber du hast es vielleicht schon selbst gemerkt oder wirst es noch merken, dass dieses Herangehen wahrscheinlich nicht das ist, was auch im Medizinstudium ja wirklich effektiv ist. Und man kommt dann somit an seine Grenzen, wenn man genauso oft wie in der Schule auswendig lernt, weil man dann einfach gar nicht mehr die Zeit hat und die Menge an Lernstoff einfach viel, viel größer und enorm ansteigt im Vergleich eben zu den Lerninhalten, die man ja in einer relativ langen Zeit sich in der Schule einbringen musste. Und das ist mein Tipp Nummer 1. Frag dich mal oder hinterfrag mal, wie du in der Schule gelernt hast. Ob das kann ja sein, dass du da schon sehr effizient und ja gehirngerecht und mit richtigen Lerntechniken gelernt hast. Dann ist natürlich super und gut. Aber schau mal und hinterfrag dich kritisch und ehrlich, wie lernst du und lernst du vielleicht im Studium jetzt nur so, weil du es auch so in der Schule gemacht hast? Und wie gesagt, als Impuls frag dich mal, kann es vielleicht doch noch irgendwie effektiver sein? Nutze ich schon Lerntechniken? Und frag dich mal, was das sein könnte, was dir einfach weiterhelfen könnte, wie du noch effizienter und gehirngerechter lernen kannst. Zum einen ist dieses Video oder unser YouTube-Kanal da, um dir da eben ja verschiedene Tipps eben ganz konkret noch zu geben. Ja, und je früher du damit wirklich anfängst und dich diese Frage mal stellst, ehrlich und offen, umso früher kannst du was ändern und umso früher kannst du deine Zeit und Nerven beim Lernen einfach sparen, wenn du da richtig und effizient rangehst. Dann als zweiter Tipp, frag dich auch hier mal offen und ehrlich, was funktioniert gut und was funktioniert vielleicht nicht so gut. Ich bin kein Fan von irgendwelchen Zusammenfassungen und so weiter, hast du vielleicht in anderen Videos schon gehört, aber schau wirklich mal, was funktioniert bisher ganz gut und was nicht. Und dementsprechend kannst du sagen, gut, das eine vertiefe ich, mache ich weiter im Studium oder das andere aus der Schule lasse ich vielleicht weg, weil es mir eigentlich nicht so wirklich viel bringt und einfach verschwendete Zeit ist. Dann kommen wir zum dritten Tipp und der geht auch in die Richtung. Mach bitte nicht nur, weil deine Kommilitonen und Kommilitoninnen auch so lernen und 10 Stunden lernen und mit Anki und mit Zusammenfassungen dies und das und mach's nicht einfach blind nach. Klar, schau auch da, sind wir wieder beim Tipp 2, was funktioniert für dich, aber mach's nicht wie aus der Schulzeit einfach blind nach, nur weil alle um dich herum sagen, du musst so und so und so lernen. Weil viele, das habe ich in meinem eigenen Medizinstudium oder auch Biostudium gesehen und dann auch jetzt als Lerncoach, viele und die Mehrheit weiß einfach nicht wirklich, wie man gehirngerecht und effizient lernt, weil es uns keiner bisher wirklich beigebracht hat. Und da, wie gesagt, kann ich dich motivieren und inspirieren, einfach wirklich auf sich zu schauen. Ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach, aber schau einfach, was funktioniert für dich. Und nur weil es die anderen machen, lass dich da nicht zu sehr beeinflussen und reinziehen. Lernen ist sehr individuell, ist ein sehr persönliches und wie gesagt individuelles Thema. Da tickt jeder ein bisschen anders. Und deswegen lass dich da nicht verunsichern von deinem Umfeld, von denen du mitbekommst, wie die lernen, sondern klar, du kannst sie auch da inspirieren lassen und sagen, oh, die und die machen das so und so, das picke ich mir raus, weil das super funktioniert.
und eben auch für dich funktioniert, dann mach das gerne. Aber wie gesagt, lass dich da nicht zu sehr beeinflussen. So klassische Themen ist eben das Stichwort Zusammenfassung, Zusammenfassung schreiben. Vielleicht hast du es schon gesehen, gefühlt machen es alle um dich herum. Es ist in meinen Augen nicht wirklich effizient oder sehr ineffizient vergeudet. Man vergeudet einfach sehr, sehr viel Zeit und ist nicht wirklich gehirngerecht. Die wenigsten können wirklich was zusammenfassen und sich damit den Größteil schon merken. Und falls dich das interessiert, das Thema, dazu habe ich schon mal ein extra Video gemacht. Ich verlinke es dir entweder hier oben oder unten in der Beschreibung. Schau das gerne auch dazu an. Oder das Thema Anki. Kann sehr hilfreich sein zum Wiederholen, aber viele nutzen oder verwenden das in meinen Augen nicht wirklich sinnvoll. Von daher schau dir gerne auch dazu das Video mal an. Und das sind nur so zwei große Themen, die, glaube ich, ja, die meisten mal in Berührung in ihrem Studium kommen oder ja, da auf diese Thematik stoßen. Versuch's gerne aus, egal welche verschiedenen Lerntechniken und so weiter du hörst. Und schau, wie gesagt, dann, was für dich wirklich funktioniert. Und eben ehrlich mit sich sein und nicht sagen, nur weil es alle anderen machen, redet man sich's ein, dass es bei einem ja auch gut funktioniert. Dann Tipp Nummer 4. Vielleicht kennst du es selbst auch. Du lernst, indem du eigentlich entweder Zusammenfassungen, was auch immer, durchliest. Und du liest nochmal durch und nochmal und nochmal und versuchst dir das dann einfach so zu behalten und versuchst es auch so langfristig zu behalten. So dieses klassische stupide Auswendiglernen, wie man es vielleicht in der Schule gemacht hat. Aber gerade bei dem sehr lernintensiven, ja, Studienfach Medizin, wo man so viel Fakten, Muskeln, Details sich einprägen muss, kommt man so sehr schnell an seine Grenzen und viele lernen trotzdem stur einfach ihr ganzes Studium so durch, obwohl das in meinen Augen, und du wirst es vielleicht schon bestätigen können, einfach sehr, sehr ineffizient ist. Und da gibt es eben Alternativen. Ja, was sind die Alternativen? Wenn du uns bei Happy Hippocampus folgst oder mir folgst, dann weißt du es bestimmt schon, es sind eben Lerntechniken. Von welchen Lerntechniken spreche ich? Ich bin der größte Fan von der Loki-Methode, von den Gedächtnispalästen, aber es gibt zum Beispiel Geschichtenmethode, Schlüsselwortmethode. Du kannst dir Eselsbrücken, Merkgeschichten, Akronyme und so weiter überlegen. Also da gibt es ganz, ganz viele, ja, Lerntechniken, die dir wirklich sehr, sehr stark im Studium helfen können. Wie gesagt, gerade Gedächtnispaläste, aber dazu findest du hier auf unserem YouTube-Kanal sehr, sehr viel weiterführende Videos. Wenn du aber sagst, und jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache, wenn du sagst, du willst zu diesem Thema Lernen, effizientes, gehirngerechtes Lernen viel, viel tiefer einsteigen und willst wirklich diese ganzen Lerntechniken verinnerlichen, dass du diese wirklich selbst anwenden kannst an deinem eigenen Lernstoff und damit maximal, ja, Zeit und Nerven sparen möchtest oder dann letztendlich sparen kannst damit, dann schau gerne mal unten in die Beschreibung. Ich gebe nämlich wieder meinen Online-Lernworkshop über Zoom. Einen Tag lang werde ich genau dieses Thema mit dir besprechen. Wir werden Übungen machen. Du wirst mitmachen. Du wirst eben, wie gesagt, diese Lerntechniken wirklich lernen und kannst damit dann wirklich dein Lernen aufs nächste Level bringen und dein Lernen revolutionieren, dass du einfach die Sachen effizienter dir einbringen kannst, mehr Zeit hast für Hobbys, für andere Sachen und die Sachen auch dann langfristig und mit Spaß dir merken und einbringen kannst. Also schau gerne mal unten in der Beschreibung. Da findest du einen Link zur Anmeldung und das Datum, wann der nächste, ja, Lernworkshop sein wird. Dann Tipp Nummer 5. Ich habe das Wort schon öfters in den Mund jetzt genommen, gehirngerechtes Lernen. Was heißt es in meinen Augen? Und zwar zum einen, egal unabhängig davon, welche Lerntechniken du nutzt, ist es einfach sehr, sehr sinnvoll und sehr, sehr effektiv, wenn man mit Bildern lernt. Ob das mit Merkgeschichten sind, ob das mit Gedächtnispalästen sind, die du dir selbst baust, die du in unserem Lernpaket oder hier auf YouTube findest, wie auch immer. Aber wir können uns Bilder viel, viel besser einprägen als stupide Lehrbuchtexte, die wir zigmal durchlesen und uns so einprägen möchten. Also dieses bildliche, bildhafte Lernen ist schon mal ein wesentlicher Aspekt. Unabhängig von welchen welche Lerntechniken du dann nutzt, kann das schon mal sehr, sehr, sehr einen krassen Einfluss auf dein Lernen haben, weil, wie du vielleicht schon selbst die Erfahrung gemacht hast, wir uns Bilder viel, viel besser einprägen können. In welcher Form erstmal auch immer. Und da fließt auch noch mit rein, dass du dir die Sachen, ob das Eselsbrücken sind, Merkgeschichten, Gedächtnispaläste, was auch immer, nicht nur bildlich vorstellst und dir die Geschichten irgendwie erzählst, sondern wirklich auch visualisierst. Dass du dir die Sachen vor deinem inneren Auge vorstellst, weil dann hat es einfach nochmal einen mächtigeren Effekt, als wenn du dir einfach nur die Bilder und Geschichten irgendwie so erzählst und nicht wirklich vorstellst. Also dieses bildhafte Lernen plus visualisieren, sich diese Szenen, Eselsbrücken und so weiter vor seinem inneren Auge wirklich abspielen lassen. Dann hast du schon mal sehr, sehr viel beim Lernen gewonnen. Ja, was da noch mit reinspielt, was den ganzen Effekt nochmal verstärken kann, wenn du eben Sinne, Emotionen mit in deine Geschichten bringst, wenn da irgendwas traurig ist, verrückt ist, vielleicht auch was Peinliches, du kennst vielleicht Gedächtnispaläste, wo vielleicht auch ein bisschen Fremdscham mitschwingt. Je verrückter, je brutaler auch die Sachen sind, je abgefahrener, umso besser kannst du dir das auch wirklich dann merken. Es geht schneller, das Lernen, es macht Spaß, weil es verrückt, lustig ist und die Sachen bleiben eben auch langfristiger hängen.
Warum ist das Ganze so? Ich habe selbst an einer Studie teilgenommen, und zwar beim Lernen, wenn jemand stupide auswendig lernt, so ganz klassisch, sind nur wenige Areale im Gehirn aktiv. Wenn du jetzt aber Sinne, Emotionen, Bilder, Gedächtnispaläste, Räumlichkeiten mit reinbringst in dein Lernen, sind viel, viel mehr Gehirnareale in deinem Gehirn aktiv. Und vereinfacht gesprochen, je mehr Hirnareale aktiv sind, umso besser, ja, bleibt letztendlich der Lerninhalt, das Gelernte, ja, hängen und ist besser verankert in deinem Gehirn. Und somit bleibt es zum einen, wie gesagt, schneller und eben auch langfristiger in deinem Gehirn hängen. Also unabhängig von konkreten Lerntechniken, wenn du also Emotionen, Sinne mit reinbringst, die Sachen verrückt gestaltest, abgefahren, brutal machst und dir noch gut vorstellst in Form von Bildern, dann kannst du die Sachen so gut wie gar nicht, ja, mehr vergessen. Überzeug dich da gerne auf unseren YouTube-Kanal mit den verschiedensten Gedächtnispalästen zum Citratzyklus, Beta-Oxidation, Aminosäuren, zu den Muskeln, Arterien und so weiter. Kannst du alles hier kostenlos auf YouTube auf unserem Kanal finden. Überzeug dich selbst und dann schau auch gerne, wie du selbst diese Lerntechnik anwenden und nutzen kannst. Da gibt es auch genügend Erklärungen hier auf unserem Kanal. Ja, und die Videos, die ich gerade angesprochen habe, bringen uns zum Tipp Nummer 6. Und zwar, vielleicht kennst du den Tipp schon, aber je öfter du so einen Tipp hörst, umso eher oder so höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es letztendlich auch mal wirklich anwendest und umsetzt. Und zwar der Tipp, eigentlich mein wichtigster Tipp, den ich dir fürs Studium geben kann: Beschäftig dich mal mit der Loki-Methode bzw. mit den Gedächtnispalästen. Die Themen, wo ich gerade angesprochen habe, wo du auch Gedächtnispaläste zu diesem Thema findest, kannst du gerne mal anschauen. Dann siehst du, wie das Ganze im medizinischen Kontext, wie du das anwenden kannst. Wir haben auch viele Videos dazu erklärt. Aber gerade am Anfang, wenn du jetzt vielleicht nicht direkt schon vor deinen Klausuren und vorm Examen stehst, kann ich dir empfehlen, sich einfach mal mit dieser Technik, ob auf unserem YouTube-Kanal oder wie auch immer, sich mal, ja, einzufuchsen, das selbst mal auszuprobieren, Beispiele von uns anzuschauen, um dann zu sehen, wie krass diese Lerntechnik, ja, funktioniert. Zum einen, die Loki-Methode oder eben diese Gedächtnispaläste beherzigen die Tipps, wo ich gerade schon angesprochen habe, mit den Emotionen. Du verbildlichst die Sachen, kannst dir es gut vorstellen, es ist Spaß, Freude dabei. Und das Weitere, was noch dazu kommt, du merkst dir die Sachen wirklich an einem konkreten Ort, in dem Raum, in Räumlichkeiten. Und das ist auch ein großer Faktor, wie man sich die Sachen einfach besser und auch langfristig eben einprägen kann. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich habe selbst Bio und Medizin studiert, habe die Lerntechnik, gerade die Gedächtnispaläste, zu 80-90% dann angewandt, wenn ich wirklich was auswendig lernen musste. Und das hat mega geklappt. Ich hätte sonst, glaube ich, das Studium nicht gepackt oder hätte einfach, ja, ein paar Semester länger gebraucht. Also damit kannst du dir wirklich enorm viel Zeit und Nerven sparen. Egal, ob du dir dann selbst Gedächtnispaläste baust, die auf YouTube schaust oder die in unserem Lernpaket, wie auch immer. Aber das kann ich dir empfehlen, sich so früh wie möglich mit Lerntechniken, ganz besonders eben mit den Gedächtnispalästen, sich mal auseinanderzusetzen, weil es kann wirklich dein Lernen aufs nächste Level bringen und dein Lernen revolutionieren. Ja, und warum sind eben Gedächtnispaläste so super in meinen Augen? Ich habe ja auch lange Zeit Gedächtnissport gemacht oder mache das immer parallel noch ein bisschen, wo ich auch meine zwei Gedächtnisweltrekorde aufstellen konnte. Und nicht umsonst verwenden so gut wie alle Gedächtnissportler und Gedächtnissportlerinnen Gedächtnispaläste, weil es eben die beste Methode ist, um effizient riesige Menge an Fakten, an Lerninhalten hier aufzunehmen und das auch eben langfristig abzuspeichern. Das kannst du eben 1:1 auch für dein Medizinstudium nutzen. Dann Tipp Nummer 7. Und zwar sehe ich es immer wieder, habe es damals auch in meinem eigenen Studium gesehen, dass viele Leute mit Musik lernen, sich irgendwie anderen Reizen aussetzen beim Lernen. Und da kann ich dir den Tipp geben: Versuch möglichst alle Sinne, Reize, Ablenkungen auszuschalten. Klar, du bist vielleicht gewohnt, mit Musik zu lernen, aber auch aus der Erfahrung heraus vom Gedächtnissport oder meinem eigenen Lernverhalten, wenn du möglichst viele Ablenkungen, Störungsquellen und andere Reize ausschaltest, umso, ja, konzentrierter kannst du sein. Und egal, welche Lerntechnik du dann anwendest oder wie du lernst, wenn du einfach nicht konzentriert bist, kannst du noch so lang lernen und es ist nicht produktiv oder Lerntechniken anwenden. Deswegen in meinen Augen möglichst alle Störquellen, Ablenkungen ausschalten. Klar, du gehörst vielleicht auch dazu und sagst, oh, ich höre manchmal Musik, dann ist es auch eine Gewohnheitssache. Aber ich kann dir mal empfehlen, probier es einfach mal eine Woche, ein paar Wochen aus, einfach mal, ja, die Musik oder die ganzen Störquellen bewusst mal auszuschalten, wegzulassen und schau dann mal, ja, wie effektiver du dann dadurch vielleicht lernen kannst. Ich sehe es immer wieder, die Leute lernen zum Teil 10 Stunden und so weiter. Wenn du aber wirklich vielleicht nur 3 oder 4 Stunden wirklich konzentriert, ohne Ablenkung lernst, klar auch mit kleineren Pausen dazwischen, kann es viel, viel effektiver und effizienter sein, als wenn du 10 Stunden lernst und gar nicht konzentriert bist und immer wieder vom Handy ja, abgelenkt wirst. Und das ist eben auch ein Tipp, der mit reinspielt: Versuch dein Handy auszuschalten, in einen anderen Raum zu legen, dass
dich das Handy beim Lernen einfach nicht ablenkt. Gerade in der heutigen Zeit überall irgendwelche Fenster, die aufploppen und Meldungen. Versuch das auch während des Lernens wirklich möglichst komplett auszustellen. Dann Tipp Nummer 8. Versuch möglichst wieder Spaß und Freude beim Lernen zu entwickeln. Wahrscheinlich die meisten, die das Video anschauen, kennen es. Ich kenne es auch persönlich, als ich noch nicht wirklich so intensiv mit Lerntechniken zum Beispiel in Schulzeiten gelernt habe, dass man einfach demotiviert ist, Lernen einfach stupide ist, was Negatives einfach keinen Spaß macht. Und da versuch wieder, wie ich vorhin angedeutet habe, die Positivspirale wieder zu aktivieren, indem du siehst, boah, Lernen kann Spaß machen und es kann eben effizient sein. Und wie schaffst du das? Indem du zum Beispiel eben solche Lerntechniken anwendest, wo ich ja vorhin gesagt habe, ein großer Teil oder ein Pfeiler davon ist, dass die Sachen lustig sind, verrückt sind. Und je mehr Kreativität du da auch mit einfließen lassen kannst oder so kreative Gedächtnispaläste dann dir anschaust, umso mehr Spaß macht das Ganze wieder. Es macht dann nicht nur Spaß, sondern du kannst dir die Sachen auch besser einprägen und dann langfristiger. Und dann beginnt diese Positivspirale und du sagst, okay, krass, ich habe das jetzt mal ausprobiert. Gedächtnispaläste macht irgendwie Spaß. Es klappt wunderbar, ich kann mir die Sachen viel, viel besser und langfristiger merken. Also lerne ich mal noch mehr mit dieser Lerntechnik oder noch mehr mit Gedächtnispalästen. Dann macht das Ganze wieder mehr Freude. Und es ist auch nachgewiesen, dass wenn wir Spaß beim Lernen haben, die Sachen auch an sich schon besser hängen bleiben. Also von daher, versuch mit Hilfe von Lerntechniken wieder den Spaß und die Freude am Lernen zu finden. Und vielleicht hast du neben Lerntechniken auch noch andere Sachen, wo du weißt, oh, das motiviert dich, macht dir Spaß beim Lernen, dann versuch das auch immer mehr in dein Lernen, in deine Lernroutinen mit zu implementieren. Dann Tipp Nummer 9, versuch jetzt nicht nach dem Video oder allgemein komplett dein Lernen umzukrempeln und alles oder zu meinen, du musst jetzt alles ändern, sondern geh wirklich Step by Step vor. Nimm dir vielleicht mal vor, dir überhaupt das erste Gedächtnispalast-Video anzuschauen oder mal selbst deinen allerersten Gedächtnispalast zu bauen, anstatt zu sagen, ich muss jetzt alles mit Gedächtnispalästen lernen. Und wenn du dich vielleicht fragst, wie soll ich einsteigen, wie soll ich anfangen, dann kann ich dir empfehlen, auch wieder ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber du wirst sehen, es wird sich lohnen. Schau dich einfach mal auf unseren YouTube-Kanal hier von Happy Hippocampus um. Da haben wir so viele Tipps, Lerntechniken erklärt, viele, viele konkrete Beispiele, die dir helfen, in diese Spirale zu kommen und eben auch dir helfen, selbst in Aktion zu kommen, das selbst mal auszuprobieren, selbst anzuwenden. Und wie gesagt, falls du sagst, du willst noch tiefer einsteigen, außer mit den Infos, die du hier auf unserem YouTube-Kanal findest, dann kann ich dir, wie gesagt, meinen Lern-Workshop ja empfehlen. Dort werden wir ganz, ganz tief in die Materie einsteigen mit den Lerntechniken. Es wird viele weitere Tipps geben und ich kann dir versprechen, es wird sich lohnen. Du wirst danach viel, viel besser und effizienter eben lernen können. Dann wahrscheinlich der wichtigste Tipp, Tipp Nummer 10. Versuch wirklich jetzt in die Handlung und Umsetzung zu kommen. Wie gerade gesagt, du musst nicht alles total umkrempeln, aber versuch vielleicht direkt nach diesem Video ein weiteres Video zu schauen, wo wir Gedächtnispaläste erklären oder wo du dir ein Beispiel von so einem Gedächtnispalast anschauen kannst. Weil wenn du jetzt das Video geschaut hast, hast vielleicht gesagt, das macht irgendwie alles Sinn, das nutze ich mal. Ich kenne es aus eigener Erfahrung und wir alle kennen es. Neue Sachen brauchen einfach ein bisschen Energie und Motivation, dass sie es wirklich auch umsetzen. Deswegen kann ich dir Tipp 10 nur empfehlen und motivieren, dass du jetzt direkt sagst, ich möchte mein Lernen wirklich ja verändern, revolutionieren und du sagst eben, ich mache jetzt direkt weiter mit einem Video. Du schaust dir vielleicht noch irgendwas zu Gedächtnispalästen an und so weiter, dass du wirklich in Handlung kommst. Und wenn du dann im Kleinen schon siehst, boah, das funktioniert ganz gut, dann, wie gesagt, geht die Spirale los. Also versuch's gleich jetzt, das erste, und wenn es nur ein kleines weiteres Video ist, das du dir noch dazu anschaust, ist. Und wenn du dann in kleinen Schritten merkst, boah, das funktioniert ganz gut, das stimmt, ich kann irgendwie besser lernen, dann kommst du, wie gesagt, in die angesprochene Positivspirale. Es macht wieder mehr Spaß, du kannst die Sachen auch ja dann wirklich als Arzt, Ärztin noch auswendig wissen und die einprägen und nicht nur bis zur Klausur oder nächsten Prüfung oder Examen und danach ist gefühlt alles wieder weg. Also, falls du noch Fragen hast, schreib es gerne auch in die Kommentare oder wenn du sagst, du möchtest auf das ein oder andere Thema noch ein extra Video dazu, weil es dich interessiert, dann schreib es mir in die Kommentare. Was mich auch interessieren würde, welcher Impuls, welcher Tipp der Tipp war, der dir vielleicht am meisten geholfen hat, würde mich auch mega interessieren. Vielen Dank schon mal für dein Feedback. Wenn dir das Video gefallen hat, die Tipps, lass gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere auf jeden Fall auch unseren Kanal, dann verpasst du kein Video mehr und keine Gedächtnispaläste oder Erklärungen zu weiteren Lerntechniken und so weiter. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg in deinem neuen Semester. Vielleicht geht es dein Semester gerade an. Wünsche dir alles, alles Gute, viel Spaß beim Ausprobieren und vor allem bei der Umsetzung mit den Lerntechniken, mit den Tipps. Und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.